Beat, aber der Beat ist echt killer. Zwei klingen wie Vertigo und Chess und der andere ist Chess Miller Check, Digga. Alles, was ihr macht, ist Todeszweck. Doch ist nicht positiv, dass jeder von euch sieht seine Ikone. Rap ist halt tatsächlich täglich gescheitert in eure Vorbilder. Das sind Pretenzen und K&M Scheiße. Und manchmal doch vertraut dir und guckt dem Leben nicht weiter. Doch ist nicht stimmt, denn euch vermisst halt wenigstens keiner. Warum kommt der beste Rapper nicht direkt in diese Sachtel rein? Wobei die Antwort bei dem Gegner schon der Name zeigt. Ich battle also Hobbs und dann seine ganze Crew. Sorry Leute, aber dreimal Scheiße ist nicht gut. Woher kommt denn dieser zusammengeschusterte Name? Hat der Felix Schiffus etwa einen Besuch abgestattet? Oder guckt ihr gerne Kino und seid einfach nur brutale Fans? John Wick hat drei Leuten mal einen Shift in den Arsch gesteckt. Evi, deine Stimme klingt mal echt bescheuert. Eigentlich will ich ja schlimmer als bei MC Goiner. Das ist Zahnspange, ich weiß, damit klingt doch alles eklig. Doch sag mir, warum die anscheinend auch auf deine Kehle drückt. Glaubst du wirklich, dein Rap geht besser ins Ohr? Wenn dein Kopf so viel so viel wie deine Hände performt. Ich meine, haben dir deine Kollegen schon gesagt, dass du dich bewegst, als hättest du nicht einen Schuss, sondern einen Stock im Arsch. Ich seh, dass die Scheiße nach Plan läuft und ich geb euch so feste, wie es geht. Denn mein Bleistift hat H9. Wie viele davon kauft ihr euch so jeden Tag? Ich rette nicht das BRC, sondern den ganzen Regenwald. Drei Rack im Tisch, aber der Beat ist echt Killer. Zwei klingen wie Vertigo und Chat und der andere ist Chess Miller Check, Digga. Alles, was ihr macht, ist Todeszweck. Doch ist nicht positiv, dass jeder von euch sieht seine Ikone. Rap ist halt tatsächlich täglich gescheitert in eure Vorbilder. Sind Pretenzen und K&M Scheiße. Und manchmal doch vertraut ihr und guckt dem Leben nicht weiter. Doch ist nicht stimmt, denn euch vermisst halt wenigstens keiner. Euer Videostatist ist zwar richtig kacke, aber will trotz alledem auch nicht so passen. Ich meine, was für ein Gesicht passt zu den grenzdebilen Sound? Wär da Pumukill im Video, da hätte ich es geglaubt. Emin sagt, der Recall ist eine Runde neben Hobbs. Da bin ich verwundert, dass dieser Schund überhaupt kommt. Mann, wie kann er sich das geben, diesen kranken Scheiß? Ey, yo, ey, ich Hobbs, hätte ich euch wegen Rufmord schon angezeigt. Ja. Eigentlich sind ja alle drei scheiße, doch wieso sage ich denn nichts zu den anderen beiden? Alter, der eine fällt nur auf wegen grausamen Hooks und der andere macht so wenig, dass es kaum etwas juckt. Ihr seid nur Kiddies, sie macht jedes Online-Game beschissen und die Communities danken, wenn die Trends verschwinden, während die Schwitzer auf der Suche nach einem Vorteil sind. Seid ihr auf der Suche nach nackten Fortnite-Skins? Ihr kriegt ihr nichts als so scheiß Gelächter und danach geht ihr auf VBT-Videos, um zu schreiben, Brian war besser. Ich bin relaxed, nächste Runde ist dann Showtime. Mika will nur sicher gehen, dass ihr von dem Achtelfinale raus seid. Drei Rack im Tisch, aber der Beat ist echt Killer. Zwei klingen wie Vertigo und Chat und der andere ist Chess Miller Check, Digga.